Guten Morgen, liebe Zuschauer. Da ist nun mal endlich Valentinstag. Es ist einmal im Jahr ist Valentinstag. Und wer sitzt hier? Man ist alleine. Man wacht morgens auf, gehst ins Studio, es ist überhaupt niemand da. Daniel Boschmann ist verloren gegangen. Ich nehme an, er ist gerade im Treppenhaus auf dem Weg ins Studio. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ach, er ist aus der Dekoration gekommen. Bist du mein... Are you my Valentine? Ja, so nämlich. Are you my Valentine? So nämlich. What can I do for you? Du bist einfach die tollste Kollegin, die ich mir hätte wünschen können. Und ich wollte dir zum Valentinstag, wollte ich dir sagen, dass ich dich auch ein bisschen lieb habe. Wirklich? Ja. Hast du dich seit gestern bis heute in mich verliebt? Ja, das ging ganz ratzfatz. Es ist so schön. Guck mal, und die haben noch ganz viel Zeit aufzugehen. Ich dachte, es ist so, dass ich jetzt ganz alleine moderieren muss, weil du nicht geschafft hast. Nein, nein. Und es ist auf gar keinen Fall so, dass ich die heute mitten in der Nacht an der Tanke gekauft habe. Auf gar keinen Fall. Bitte halte sie so lange. Ich hole aus der Küche eine Vase, damit sie in die Vase kommen. Ganz schön überrascht. Da ist sie nämlich schön auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich hoffe, Sie haben nachgedacht, was Sie heute Ihrem Liebsten, Ihrer Liebsten, weil es ist nicht immer nur der Mann, der der Frau was schenken muss zum Valentinstag. Wir machen heute ganz große Valentinsüberraschungen. Wenn Sie es ein bisschen vereiert haben heute mit Valentinstag, erzählen wir Ihnen gleich, wie Sie das kitten können. Wir gucken erstmal, was wir vorbereitet haben. Sehr viel sogar. Schönen Valentinstag. Schönen Valentinstag, so wünsche ich auch gehabt zu haben. Es gibt ja immer wieder Prominente und es gibt auch normale Menschen, deswegen sprechen wir heute drüber, die intim hier bei uns. Am Valentinstag. Und ich mit Blumen. Und wir kommen perfekt ins Wetter. Der Frühling kommt, Freunde, und das ist richtig schön. Es fühlt sich nämlich... Merkt man schon, dass es... Ich habe sowieso diese Frühlingsgefühle, wirklich seit ein paar Minuten sind sie so, am Toben. Guck mal, was wir vorbereitet haben hier fürs Fernsehen. Ein Herzchenrand. So, heute ist Valentinstag. Das kann man, wenn man durch die Werbung jede Sekunde erinnert wurde, die letzten Wochen trotzdem vergessen und haben. Und durchs Frühstücksfernsehen. Dafür sind wir ja da, Marlene. Mhm. Wir haben uns was ganz Feines überlegt. Sie können nämlich endlich, Ihrer Liebsten, Sie müssen nichts kaufen, Sie können es einfach mit Worten machen. Das kann nämlich jeder. Und zwar auf unserer Facebook-Seite und dann kommen wir sogar heute ganz groß raus. Wir lesen die schönsten Liebeserklärungen dann vor mit diesem schönen Herzchenrand. Mhm. Und Sie werden zum großen Star und haben mal richtig was Schönes vorbereitet. Wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet.